Und es kommt ja jetzt auch bald ein neues PvP-System. Ihr wollt Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen? Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur täglichen Ladung Roblox hier auf dem Kanal CPET. Hallöchen erstmal an Thomas. Ja, hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen hier zur täglichen Ladung Mad City. Und es gibt neue Wochenmissionen. Es gibt neue Challenges hier bei Roblox Mad City. Und ja, ich denke mal, das ist ja nicht verkehrt hier. Und, oh, den haben wir erstmal getötet. Und ich habe sofort eine Mission schon mal angefangen. Und zwar kille 10 Spieler mit einer Shotgun. Ich denke mal, das ist doch schon mal ein ganz guter Start hier. Schön. Und ja, Leute auch wieder mit, ihr seht, Facecam. Es geht mir schon wieder ein bisschen besser. Dementsprechend kann ich auch mal wieder die Fratze hier raushängen lassen. Und wenn ihr das Ganze feiert, dann gerne einen Like da lassen. Auch ein Abo natürlich nicht vergessen. Genau, es fehlen nur noch 400 Abonnenten bis zu den 200.000. Und es wäre mega cool, wenn wir die auch sehr, sehr bald knacken. So sieht's aus. Und ihr wollt natürlich bei der CPET Army mit am Start sein. Und dann seid ihr noch bei den ersten 200.000 Leuten mit dabei, Leute. Also einfach mal ein Abo dalassen und das wäre natürlich richtig perfekt. Ganz genau. Also Leute, wir sehen, es bietet sich nämlich gerade auch an, wir müssen einmal die Pyramide 5-mal ausrauben. Dann gab es noch eine Mission, dass wir über diese komischen Schneemänner hier rüberfahren müssen. Wir gehen auch gleich alles durch in Ruhe, aber jetzt hat sich jetzt irgendwie beides gerade ergeben. Und ja, also ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal hier die Pyramide und machen dann schon mal eine Mission davon. So, ich sehe schon ein riesen Auto da mit dem Spoiler. Es gibt auch 25 Schneemänner, die man umklatschen muss. Also, ne, es ist egal, ob man den gleichen Schneemann einmal umklatscht und das zweite Mal. Hauptsache, man klatscht insgesamt 25 Schneemänner um mit dem Auto. Werden wir euch gleich zeigen. Ich denke mal, am besten, wenn wir dann dort in der Schatzkammer der Pyramide angekommen sind. Und ja, ganz kurze Info auch nochmal, Leute, falls ihr Robux kaufen wollt und ja, uns unterstützen wollt kostenlos, könnt ihr gerne den Starcode CPET benutzen, den hier unter dem Mikrofon, genau darunter, hier, ihr seht's. ja, da könnt ihr uns kostenlos unterstützen, einfach beim Kauf von Robux eingeben und ihr könnt auch gerne auf Discord ein Foto senden. Genau, so viel dazu. Ja, und ja, ansonsten, Leute, schauen wir uns mal ganz kurz hier die Mission an. Mission ist einmal, wie gesagt, mit der Pyramide 5-mal ausrauben, Leute oder 10 Spieler mit einer Shotgun töten, dann 25 Schneemänner überfahren, haben wir auch schon gezeigt. Ein Rennen machen in 30 Sekunden oder schneller muss man auch absolvieren. Ich werde euch auch gleich zeigen, wo man dieses Rennen normalerweise starten kann. Ich habe es nämlich schon gemacht. Du, Thomas, glaube ich, noch nicht. Nee, oder? Ich habe es noch nicht gemacht. Deswegen, das wundert mich gerade. Wo kann man das denn machen? Beziehungsweise, woher erkennt das Spiel, dass man ein Rennen macht? Ja, also es ist kein Rennen, es ist ein Zeitrennen. Und okay, da ist an dieser Stelle eine Stoppuhr und die fängt dann quasi an zu zählen von 30 runter, wenn du halt an dieser Stelle angekommen bist, ne? Haben die cool gemacht, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist ja schon wie so eine kleine Mission, sage ich ja, mal. Ja, auf jeden Fall. Dass man die Mission abschließt, wie so eine Challenge halt. Also finde ich nicht cool gemacht. Es ist auch, Thomas, ja, ich kann dich beruhigen, halt es ist nicht nur wie eine Challenge, es ist eine Challenge, eine wöchentliche Challenge. Viele haben sich ja so Minispiele gewünscht, dass die Entwickler das einbringen und ich finde, das spiegelt das schon so ein bisschen wieder, weißt du, ich meine? Wie so ein kleines Minispiel, das muss man machen und das haben die perfekt kombiniert mit den Missionen. Finde ich cool. Ja, und es kommt ja jetzt auch bald ein neues PvP-System. Man weiß allerdings noch nicht wirklich was dazu. Es gab auch heute so gesehen nur dieses kleine Mini-Update. Das heißt, HD-Texturen wurden irgendwie eingeführt, wobei ich sagen muss, mir ist kein Grafik-Update aufgefallen und ich habe die Einstellung eigentlich hochgeschraubt, genau. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ist dir irgendwas aufgefallen, Thomas? Nee, bisher noch nicht, muss ich sagen. Also jetzt, wo du das gesagt hast, das war mir gar nicht so klar, dass das heute kommen sollte. Es ist schon draußen. Ja, ich weiß, deswegen, aber ich merke eigentlich nichts. Vielleicht, dass die Farben so ein bisschen glatter aus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Rede von HD-Texturen. Ich persönlich muss leider sagen, ich merke aktuell gar nichts. Ja, vielleicht wirkt das vielleicht alles nur so ein bisschen matter, aber das kann jetzt auch alles so Vorstellungskraft sein, ne? Ich wollte gerade sagen. Dass man sich jetzt unbedingt irgendwas vorstellen will und ja, das entspricht das gar nicht. Ja. Thomas, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in der kriminellen Basis. Okay, dann warte, dann komm mal sofort mit. Alter, der ist einfach im Boden. Okay. Ja, ich habe mir noch die Shotgun geschnappt, damit man die Mission auch schon mal zwischendurch machen kann. Ja, und jetzt steig soll ich hier in dein Auto einsteigen. Ah, der ist so. Warum steigen immer alle bei mir ein? Es ist unfassbar, ne? So, steig jetzt ein. Warte, komm hier rein. Dann da rein.
Guck mal, ich bin doch gar nicht drin. Das sind irgendwelche, guck mal, das sind Franzosen oder so, haben die geschrieben. Warum? Was ist Franzosen, ja, hör mal. Also, wir haben nichts gegen Franzosen, aber die kennen uns ja gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, die gehen schon wieder richtig ab. Hör mal, der Autokriecher. Der Mond will nicht runter. Kollege, du fliegst hier runter. Weg ist er. Ey, aua. Hör mal, was machst du denn da? Sorry. Okay, also Leute, wo kann man das Rennen starten, fragt euch jetzt wahrscheinlich. Und zwar hat man es hier vorne auf der Brücke. Ich meine, das war... Hier sind die Schneemänner auch, ne? Ja, ja, hier sind auch Schneemänner. Und siehst du hier eine Uhr? Nein. An dieser Stelle, das kann sein, dass es ein Fehler ist. Das wollten die doch verbessern. Hier? Aber wenn du hier durchläufst, ist eigentlich eine Uhr. Hier ist eine Uhr. Ja, lauf mal hier durch. Oder du musst ja im Auto sein. Okay, ich bin im Auto. Nein, du musst ein Auto fahren. Ich bin im Auto. Warte. Normalerweise Auto. Ist dann hier eine Auto. Stoppuhr. Hallo? Ah, da habe ich mein Auto geparkt, das unsichtbare Bootsmobil, hör mal. Ja gut, und normalerweise ist dann hier, wenn du gleich durchfährst, eine Uhr. Ja. Also, du musst auch durchfahren, Junge. Ja, ich war Passagier, deswegen, ich musste noch kurz meine Position wechseln. So, hier? Bist du durchgefahren? Ja. Krass. Siehst du, und jetzt musst du da durch diese Ringe fahren. Wie geil. Also normalerweise erscheinen hier Ringe, ich habe das schon gemacht. Wir fahren einfach mal die Route entlang. Also das hier ist die Route, wie man entlang fahren muss. Da muss man hier den Berg hochfahren. Deswegen bietet es sich zum Beispiel an, mit dem Thunderbird das zu machen. Oder mit einem Schneemobil oder sowas. Und dann endet die Route nämlich an dieser Stelle hier. Mit dem unsichtbaren Bootsmobil ist das gar nicht so einfach. Zack, genau. Ja, du hast ja eigentlich genau das falsche Auto ausgesucht. Ich weiß, ich sehe halt nicht, wie das fährt. Ich habe es nicht geschafft mit dem Wagen. Auf jeden Fall ist das die Route, die ihr fahren müsst, und normalerweise wird das von solchen coolen Ringen markiert. Genau, sah richtig cool aus, also gefällt mir das Prinzip, gefällt mir richtig gut, nur halt dieser Spielefehler, dass die Uhr da nicht angezeigt wird, ist nicht ganz so optimal. Ja, das daran arbeiten die noch, aber es soll noch kommen. Ach, also, jetzt wird die aber angezeigt. Ja, genau, das ist ein Fehler. So, ansonsten gibt es noch, dass wir 10 Criminals verhaften müssen als Polizist. Und es gibt noch einmal, dass wir diesen Flugzeugüberfall da oben machen. Also das, was quasi jetzt gerade über uns schwebt. Jetzt lohnt sich das nicht mehr, weil wir schon zu spät dran sind. Ach, aber der Cargo-Überfall? Genau, den müssen wir theoretisch 3-mal machen. Ja, ist eigentlich eine geile Wochenmission, muss ich sagen. Ja, also ist auf jeden sehr, Fall sehr cool verteilt, gefällt mir. Und was ich auch richtig geil finde, der Skin, den man bekommt. Also den finde ich sogar besser als letztes Mal, den Skin. Ja, genau. Der letzte, der war nicht so besonders, aber der sieht sehr, sehr stylisch aus, muss ich sagen. Wir schauen mal ganz kurz rüber. Das hier bekommt man, Leute. Das ist der wöchentliche Abschluss, den man bekommt. Und, Moment, hier auch nochmal. Das war von letzter Woche, ne? Und ansonsten die täglichen Aufgaben, schauen wir nochmal ganz kurz rein. Sind 5 Stores ausrauben, frei nach Wahl. Das Flugzeug noch 2-mal ausrauben und das Casino auch nochmal 2-mal ausrauben. Ja. Also jetzt nichts atemberaubendes, ne? Genau, aber trotzdem nette Missionen, die man da zusammengestellt hat. Auf jeden Fall. Und die machen Bock auf jeden Fall. Und Leute, wenn ihr dieses Zeitrennen macht, nehmt kein tiefer gelegtes Auto. Nein, macht das hier damit auf keinen komplett Fall. Nicht. Auf keinen das Fall. Das macht gar keinen Sinn, ich bleib an jeder Stelle hängen, ne? Also wenn man das mit einem tiefer gelegten Wagen macht, das ist nicht gut. Wie gesagt, ich kann euch irgendwas empfehlen, vielleicht sogar höher zu legen. Ja. Oder ihr nehmt euch sowas wie das Schneemobil auf Level 50 oder ja, irgendwie sowas halt, ne? Ja, genau. Ich habe das jetzt auch mit einem Schneemobil gemacht, gefällt mir. Die ganzen Schneemänner, die hier überall lauern, die haue ich jetzt auch die ganze Zeit zwischendurch immer um. Ja. Die sind irgendwie voll viele geworden, oder kommt mir dazu? Ja, vielleicht haben die es auch ein bisschen vermehrt, da waren ja nicht so viel auf der Map. Also ich meine, das waren davor viel, viel weniger und jetzt ist irgendwie an jeder Ecke so ein Schneemann. Aber ich finde das geil, wenn man die umfährt, dass die so richtig auseinandergehen. Ja. Das sieht so richtig cool gemacht aus. Ist auf jeden Fall nice, ne? Also das haben die richtig schön animiert, wirklich jetzt mal. Naja, wie dem auch sei, Leute, jedenfalls sind das die ganzen Missionen bzw. Challenges und so viel zu der Thematik. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon die ganzen Challenges gemacht habt oder nicht. Und ja, der Plan ist zumindest, so wie ich das aus Twitter gelesen habe, für nächste Woche, dass das PvP-System überarbeitet wird. Wie schon erwähnt, wir haben aktuell keine Ahnung, was das Ganze heißt, also was genau auf uns zukommt. Es gibt noch keine Informationen dazu, aber Fakt ist auf jeden Fall, es wird etwas überarbeitet. Und ja, jetzt ist halt nur die Frage, was
genau auf uns zukommt, ne Thomas? Ja, ich bin mal richtig gespannt, weil die hauen ja momentan echt einiges Geiles raus. Überleg mal jetzt diese Wochen-Challenge. Es hat perfekt funktioniert. Die haben das jetzt nach einer Woche perfekt rausgebracht. Hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Ich dachte, vielleicht ist es da wieder so 2-3 Tage Verzögerung oder so drin. Aber die haben das einfach gemacht. Finde ich gut. Können die gerne weitermachen, ne? Ja, genau. Also momentan läuft das richtig gut mit den Updates. Gefällt mir alles richtig gut. Die Entwickler bemühen sich unnormal. Mhm. Top. Also da kann man echt keine Kritik, keine schlechte Kritik dalassen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber so muss es sein. Wir wieder einen gekillt. Na mit gut. Der Shotgun. 4 Stück haben wir schon. Ja, gut. Ich würde sagen, Leute, das wäre es aber dann auch jetzt gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, auch ein Abo, damit wir endlich die 200.000 Abonnenten knacken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.